Blue Punisher. Die Ecstasy-Pille mit dem Totenkopf macht im Sommer 2023 Schlagzeilen. Eine 13-Jährige ist tot. Das Mädchen soll an einer Ecstasy-Pille gestorben sein, die in der Szene unter dem Namen Blue Punisher verkauft wird. Wer Ecstasy verkauft oder nimmt, macht sich strafbar. Doch trotz Verbot gibt es so gut wie keine Party ohne Pillen. Ich suche da schon den Kick. Ich will meine Grenzen austesten. Doch die Grenzen haben sich verschoben. Immer wieder taucht hochdosiertes Ecstasy auf. Und wenn die Grenze dann irgendwann überschritten ist, wird es nur noch gefährlich. Ich habe echt mindestens 3 oder 4 Tage gebraucht, bis ich überhaupt wieder ein normaler Mensch war. Warum sind die Pillen so hochdosiert, dass eine einzige tödlich sein kann? Welche Rolle spielt Blue Punisher? Und woher kommen die Pillen? Hier wurden die Drogen produziert. Wir folgen der Spur der kleinen blauen Pille bis ins Drogenlabor. Was springt für die Drogenproduzenten und Dealer dabei raus? Was unternehmen die Ermittlungsbehörden? Irgendwann kriegen wir alle. Aber es kommen neue nach, das ist das Problem. Ich recherchiere vor Ort und treffe Ermittler, Experten und Ecstasy-Konsumenten. Und ich nehme die Spur im Netz auf und will wissen, warum sind derart hochdosierte Ecstasy-Pillen im Umlauf? Unsere Spur beginnt quasi vor meiner Haustür. Sind die starken Blue Punisher im Berliner Nachtleben ein Ding? Ich denke auf jeden Fall, Blue Punisher ist in Berlin auf jeden Fall schon der Renner. Es gibt auch noch andere, gibt so kleine Audis und so kleine, die sind aber auch brutal. Also das sind, die stärksten sind in Berlin die beliebtesten, sagen wir es so. Blue Punisher schon mal in der Hand gehabt, gesehen, irgendwie mitbekommen? Ja, also Freunde haben die auch, die aus dem Darknet beziehen. Also es ist nicht so, dass es nur eine Blue Punisher Pille gibt, so wie ich das verstanden habe, sondern das ist wie eine Druckform und ein sehr beliebtes, über Jahre bekanntes Druckmuster, was viele Leute, die das herstellen, benutzen. Aber ich habe das gesehen, auch diese Mädchen ist gestorben. Trotzdem sind die hochdosierten Pillen total beliebt. Ich habe einen kurzen Ausschnitt aus einem anonymen Handyclip auf einem Festival. 2 Jungs auf dem Trip. Um stundenlang durchzufeiern, reicht ihnen schon eine Viertel Punisher. Heute haben wir was Kleines genommen, also MDMA. Also wir haben eine halbe halbiert. Eine Punisher, glaube ich. Ja, Punisher. Bevor ich der Spur der blauen Pillen weiter nachgehe, bin ich mit Chrissy verabredet. Sie will mir erzählen, was jahrelange Ecstasy-Konsum mit ihr gemacht hat. Wir treffen uns im Weißen Hasen. Hier war sie oft auf Ecstasy-Feiern. Heute geht sie immer noch tanzen, aber ohne Drogen. Wie ging es dir damit? Teilweise habe ich auch wirklich an den Tagen darauf geweint. Und ich bin kein Mensch, der weint, ne? Aber daran sieht man schon diese Wirkung. Ich habe dann echt gedacht, ich bin der einsamste Mensch auf dieser Welt. Keiner mag mich mehr. Was soll ich überhaupt mit meinem Leben anstellen? Macht es überhaupt Sinn zu leben? Krass, so heftige Nebenwirkungen für ein kurzes High. Körperlich war auf jeden Fall sehr extrem. Ich habe echt mindestens 3 oder 4 Tage gebraucht, bis ich überhaupt wieder ein normaler Mensch war. Ich war sehr nervös, ich konnte nicht essen, mir war sehr, sehr schlecht. Ich war unglaublich schwach auf dem Knochen. Laut einer aktuellen Suchtumfrage nehmen in Deutschland rund 500.000 Menschen Ecstasy. Aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Ecstasy bzw. MDMA gehört zu den beliebtesten Partydrogen in Deutschland. Die User sind meistens zwischen 18 und 30. MDMA ist der Wirkstoff in den Pillen. Im Rausch wird Serotonin freigesetzt, also pure Glücksgefühle. Man fühlt sich wacher und leistungsfähiger. Aber es gibt unfassbar viele Nebenwirkungen. Steigender Blutdruck, Schwitzen, Kiefermalen bis hin zu Brechreiz und Panikattacken. Ecstasy kann psychisch abhängig machen. Heißt, man wird süchtig nach dem guten Gefühl und nimmt immer öfter immer mehr. Ich habe selbst nie Ecstasy probiert. Fühlt sich der Trip auf den hochdosierten Punishern anders an? Ich treffe mich hier mit einer Person, die regelmäßig Ecstasy konsumiert und die auch bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Alice will nicht erkannt werden. Immerhin ist Ecstasy-Konsum illegal. Ich suche schon den Kick. Wenn ich Drogen nehme, will ich meine Grenzen schon austesten. Warum hast du lieber einen Ecstasy-Trip als einen Alkoholrausch? Wenn die Wirkung einsetzt, dann geht das so wirklich von innen nach außen. Als würde dich dein Inneres irgendwie so umarmen und plötzlich werden die Gedanken positiver. Alice nimmt ganz unterschiedliche Drogen. Koks, Speed, Cannabis und halt Ecstasy.
Das kurze Glücksgefühl reizt sie total, aber auch sie kennt die Nebenwirkungen. Also ich würde jetzt niemandem raten, seine Depressionen mit Ecstasy zu behandeln, aber mir hat's da rausgeholfen. Weil man ja, wenn man depressiv ist, in so einem Nebel drin hängt, dass alles schlecht ist und man hat nur lauter schwarze Wolken über dem Kopf. Und durch das Ecstasy halt zu spüren, Glück und Zufriedenheit, das war halt total irre. Deine Meinung zu Blue Punisher? Ich finde, die geben genau den richtigen Mix zwischen Kick, Euphorie und Wachsein. Und die sind auch bei uns im Freundeskreis beliebt. Ecstasy ist zwar verboten, trotzdem ist es ziemlich leicht ranzukommen. Gleich die ersten Treffer in der Suchmaschine bringen mich zu Ecstasy-Online-Shops. Hier gibt es zwar keine Blue Punisher, aber dafür die Ecstasy-Variante Red Bull mit 249 Milligramm MDMA. Im Netz finde ich eine Linksammlung, die zu Drogenshops im Darknet führen soll. Ich gebe die Links in den Tor-Browser ein und lande direkt in Drogenshops. Hier sind Auswahl und Dosierung sogar noch größer als im ClearNet. Die Blue Punisher ist offenbar nur eine von vielen hochdosierten Ecstasy-Pillen. Die sind im Darknet sehr leicht zu bekommen, für wenige Cent teilweise, also um den Euro rum. Und dann kann man die günstig bestellen. Es wird innerhalb von Deutschland versandt mit der Post, einfach in einem Brief. Die Seiten sehen aus wie ganz normale Online-Shops. Hier wird schon in den Überschriften mit der hohen Dosis geworben. Das MDMA ist in den Pillen seit Jahren gestiegen. In den 90ern waren es noch rund 90 Milligramm MDMA. Heute liegen die Werte oft über 200 Milligramm. Ich will verstehen, warum die Pillen so hoch dosiert werden, dass sie gefährlich sind. Schließlich wollen Dealer ihre Kundschaft ja nicht umbringen. Was springt für die Hersteller und Dealer dabei raus? Vielleicht wissen die Ermittlungsbehörden hier schon mehr. Ich schicke Raik die Screenshots von den Drogenshops im Clear und Darknet. Hochdosierte Pillen wie die Punisher mit wenigen Klicks nach Hause bestellen? Illegale Produktion und steigende Dosierungen? Was wissen die Ermittlungsbehörden darüber? Ich bin jetzt gerade hier in Wiesbaden angekommen. Hier sitzt das Bundeskriminalamt und ich will wissen, was die wissen über Blue Punisher. Die Abteilung von Lutz Preisler ist auf synthetische Drogen spezialisiert. Verdächtige Chemikalien, die über Deutschland ins Ausland gehen sollen, meldet das BKA der jeweiligen Polizei. So soll die Drogenproduktion international verhindert werden. Auch das BKA beobachtet den Anstieg der Dosierungen. Zu den Blue Punisher haben wir schon vor einigen Jahren erste Meldungen bekommen, dass sie zwischendurch immer wieder mit einem erhöhten Wirkstoffgehalt auftreten. Und jetzt war es ja dann diese Vorfälle im Norddeutschland, als es leider zu Todesfällen gekommen ist. Also der Blue Punisher ist uns schon seit ein paar Jahren bekannt. Warum ist Ecstasy so lukrativ für die Dealer? Wirtschaftlich funktioniert das dadurch, dass es ja immer noch sehr, sehr günstig ist in der Herstellungsmenge, die man produzieren kann. Kostet so eine Tablette 10, 20, 30 Cent. Und ich verkaufe sie hier in Deutschland für 10, 12, 15 Euro im Straßenmarkt. Die immense Gewinnspanne ist enorm, egal wie viel Wirkstoff ich tatsächlich drin habe. Im Darknet sind die Pillen noch billiger als auf der Straße. Ich zeige Preisler die Screenshots aus dem Darknet. Kennen Sie vielleicht sogar die Seite? Die Seite kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber die ist ähnlich aufgebaut wie viele Online-Shops, sowohl im Darknet als auch im ClearNet. Und das funktioniert tatsächlich so. Also anklicken, in Warenkorb legen, bestellen, überweisen und dann bekomme ich das zugesandt. Wenn man sagt, man macht eine Tageskontrolle in einem Postverteilzentrum, habe ich relativ schnell hunderte bis zu 1000 Briefchen oder Päckchen, die dort mit Betäubungsmitteln befüllt sind. Das sind unfassbare Mengen. Ich will mehr über den Drogenversand wissen und gucke mir die Zahlen vom Zoll genauer an. Der Versandhandel mit Drogen hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Von 2021 auf 2022 haben sich die Funde im Postversand verdoppelt. Wenn die Drogen aus dem Darknet also nicht zu Hause ankommen, hat der Zoll sie rausgezogen. Der Frankfurter Flughafen gehört zu den größten Umschlagplätzen für Postsendungen aus dem Darknet. Darauf ist der Zoll hier spezialisiert. Augenscheinlich erkennt man schon rundliche Formen. Also ich denke, dass es Tabletten sind. Der Zoll ist immer neugierig. Also da schauen wir rein in das Paket. Und dann schneiden wir das Paket so vorsichtig wie möglich auf. Okay. Schön am Rand öffnen wir das. Und das sieht nach Tabletten aus.
Wie wisst ihr, dass das wirklich Ecstasy ist? Natürlich müssen wir noch testen, ob es tatsächlich MDMA-Wirkstoff hat. Das ist ein Wischtest. Dafür muss ich jetzt an die Substanz ran, schneide mir das ein bisschen auf. Dann wird das hier gewischt. Wir können jetzt auch sehen, dass unser Test positiv geworden ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass MDMA in den Tabletten enthalten ist. Rund 10 Tonnen Drogen wurden hier im Internationalen Postzentrum 2022 beschlagnahmt. Immer wieder dabei die Punisher-Pillen. Diesmal haben wir lilane Tabletten und mit Totenkopf. Ach, Purple Punisher, okay. Der arme Mann hatte sich bestimmt gefreut drauf. Ja. Ich den Spaß verdorben jetzt. Genau, die Party ist gelaufen. Party over. Wer am Zoll vorbei will, bestellt die Drogen per Kurier, sogenannten Koks-Taxis. Ich will austesten, ob ich über Telegram an die hochdosierten Pillen komme. Rein theoretisch, denn mit dem Kauf mache ich mich strafbar. Ich erstelle ein Profil unter anderem Namen und trete verschiedenen Dealergruppen bei. Okay, hier in dieser einen Gruppe kann man gefühlt alles kaufen. Okay, mir hat auch direkt schon jemand geschrieben. Ich frage ihn mal, ob er Ecstasy hat. Ich will jetzt mal wissen, ob er auch Blue Punisher hat. Der ist sehr schnell. Der antwortet sehr schnell. Den habe ich auch gar nicht aktiv angeschrieben. Ich bin einer Gruppe beigetreten und plötzlich hat er mich angeschrieben. Also, und jetzt tippt er auch. Und Blue Punisher hat er auch, okay. Ich will mal wissen, ob er die auch mit 300 Milligramm MDMA hat, ob er das überhaupt weiß. Ist das schon ordentlich? Okay, ich frage ihn jetzt, wie viel er dafür haben will. Für 10 Stück. 5 Euro pro Pille. Das ist günstig. Jedenfalls kostet ein Cocktail in einer Bar mehr. Weiß der Dealer, wie gefährlich hochdosiertes Ecstasy sein kann? Okay, jetzt schreibt er, auf jeden Fall habe ich nur zufriedene Kunden mit Ecstasy. Und tippt weiter, wow, also. Und man soll seinen Konsum nicht übertreiben. Okay, ich gebe mich hier jetzt mal als Journalistin zu erkennen und frage ihn, ob er sich anonym treffen will. Okay, jetzt ist gerade kurz Stille hier im Chat. Erst will sich der Dealer treffen, wenn ich ihm 200 Euro paypalle, natürlich im Voraus. Ich lehne ab, er beschimpft mich und löscht den Chat. MDMA, Amphetamin, ich hab gehört zu machen, dass die Leute in Berlin. Ich hab schon oft mitbekommen, wie sich Leute Koks-Taxis bestellen. Die Drogenkuriere fahren in Berlin quasi durchgehend an einem vorbei. Auch die extrem hochdosierten Pillen gibt es 24/7. Also wer an Ecstasy kommen will, schafft das auch. Egal ob Post, Messenger-Dienst oder vom Dealer um die Ecke, jeder Teenager kommt daran. Doch wo werden die ganzen Pillen produziert? Auch da, wo viel konsumiert wird? Hier bringt uns eine Eigenschaft der Droge weiter. MDMA wird fast unverändert ausgeschieden. Könnte die Droge also im Abwasser nachgewiesen werden? Tatsächlich finde ich auf der Seite der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle ein Abwasserscreening. In Berlin ist der MDMA-Wert deutschlandweit am höchsten. Auch im EU-Vergleich liegt Berlin vorn. Der Bericht dazu bestätigt uns, MDMA ist längst keine Nischendroge mehr. Was mir beim Screening direkt ins Auge springt, sind die extrem hohen MDMA-Werte in Amsterdam und Utrecht. Hier wird offenbar besonders viel konsumiert. Wird das MDMA hier vielleicht hergestellt? Ich nehme Kontakt zu der niederländischen Polizei auf. Erst blocken sie bei dem Thema ab, aber dann kriege ich einen Hinweis, der unsere Spur verändert. Weg von den Großstädten in die niederländische Provinz. Ich hake nochmal nach und erfahre, dass synthetische Drogen vor allem in den südlichen Provinzen Brabant und Limburg hergestellt werden. Auf Maps sehe ich, dass in der Gegend viele Bauernhöfe sind. Werden hier wirklich Drogen produziert? Der südniederländische Bauernverband schätzt, einer von 5 Landwirtinnen wird von Kriminellen angesprochen. Für ihre Scheunen wird ihnen dabei oft eine ziemlich hohe Geldsumme angeboten. Über meinen Polizeikontakt kann ich uns Zugang zu einem ehemaligen Drogenlabor verschaffen.
Wir folgen unserer neuen Spur und hoffen, mehr über die Herstellung und hohe Dosierung rauszufinden. Nahe der deutsch-niederländischen Grenze fährt Arjan Prinz als Nachbarschaftspolizist von Hof zu Hof, um die Landwirte vor den Maschen der Drogenmafia zu warnen. Es beginnt oft mit einem Geldbetrag, dass sie einen Teil der Scheune mieten wollen, um an Autos zu basteln. Wenn der Bauer darauf eingeht, sind die Täter eigentlich schon drin. Dann machen sie ein neues Schloss an die Tür und der Bauer kriegt keinen Zugang mehr zu seiner eigenen Scheune. Und wenn er dann sagt, ich möchte, dass ihr hier verschwindet, dann wird er erpresst. Und das heißt, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. Heftig. Die Drogenmafia fährt hier übers Land und erpresst die Bauern, um an ihre Scheunen zu kommen. Allein in Arjan-Prinz-Bereich stehen 1500 Scheunen leer. Alle die ganze Zeit nach Drogenlaboren zu kontrollieren, sei rein personell schon nicht machbar. Meist verraten blaue Fässer mit chemischen Abfällen aber, dass in der Nähe ein illegales Labor sein muss. Was wir wissen, die Abfälle sind ein Indiz. Da gibt es dann meist im Umkreis von 5 Kilometern ein Drogenlabor. Auf einem Pferdehof ist genau das passiert. Kriminelle haben den Hof als Drogenlabor missbraucht. Und der Hof stand nicht mal leer. Oben wurden Pferde gezüchtet, unten Drogen produziert. Routinemäßig war die Polizei sogar ein paar Mal da, hat aber von all dem nichts mitbekommen. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist es? Ja, gut. Ja. Verwalter Jaap Moivier hat das Drogenlabor zufällig entdeckt, als es einen Mieterwechsel gab. Als wir das Drogenlabor entdeckt haben, gab es hier einen Aufzug unter dieser Gummimatte. Und man konnte so in den Keller kommen, wo die Drogen hergestellt wurden. Man muss sich das vorstellen. Da stand ein Massagesessel für die Wartezeit, während die Drogen produziert wurden. Unfassbar. Die Szenen könnten genauso aus der US-Serie Breaking Bad kommen. Ein unterirdisches, professionelles Drogenlabor. Fässer mit ätzenden Säuren, Apparaturen, Schläuche. Die Drogenhersteller haben sogar mit Seife und Katzenstreu den starken Geruch überdeckt. Ja, ein bisschen wie Breaking Bad. Low-Tech und High-Tech gleichzeitig. Aus solchen niederländischen Kellern kommt das MDMA, das in den hochdosierten Pillen in Deutschland landet. Ich treffe BKA-Chemiker Michael Pütz. Von ihm will ich wissen, wie solche Drogenproduzenten arbeiten. Das sind schon sehr professionelle Labore. Sie arbeiten mit Überdruck, mit Gasen. Von daher ist schon einiges an, sagen wir mal, Sachverstand und vor allen Dingen so ein bisschen Prozessbeherrschung erforderlich. Es sind keine Chemiker, soweit wir das wissen. Die Chemiker planen solche Anlagen. Betrieben werden die Anlagen von organisierten Kriminellen, die einfach diesen Prozess sehr gut gelernt haben. Wie gut ist die Qualität der Pillen aus solchen Laboren? Das Endprodukt, also jetzt hier das kristalline MDMA-Hydrochlorid, ist so sauber, dass wir das sogar teilweise bei uns im Labor als Referenzsubstanz für die Quantifizierung verwenden, weil es im Grunde genommen chemisch rein ist. Beim genauen Hinsehen fällt auf, dass sich Größe und Totenkopflogo der Blue Punisher-Pillen unterscheiden. Das heißt also, die Tätergruppierungen, die diese beiden hergestellt haben, haben auch nichts miteinander zu tun. Das heißt also, es kursieren sehr viele verschiedene Tabletten von diesem Typ Blue Punisher auf dem Markt. Laut einer Studie der niederländischen Polizeiakademie wurden allein in den Niederlanden 2017 1 Milliarde Ecstasy-Pillen produziert. Für die Kriminellen war das ein Umsatz von mindestens 5 Milliarden Euro. Das Statement der Studie: Die Niederlande sind die globale Handelsmacht für synthetische Drogen. Warum ausgerechnet die Niederlande? Drogenkriminelle haben hier einfach weniger zu befürchten, denn die Strafen sind viel milder als in allen anderen europäischen Ländern. Wieso können Drogenproduzenten so viel MDMA in eine Pille pressen, ohne dafür mehr Geld zu verlangen? Für die MDMA-Produktion ist ein Ausgangsstoff besonders wichtig: Piperonylmethylketon, kurz PMK. PMK steht als illegaler Grundstoff für MDMA weltweit unter Kontrolle. Die Drogenhersteller haben es aber geschafft, PMK selbst herzustellen. Ein absoluter Gamechanger. Denn das ist rund 10-mal billiger, als den teuren Stoff aus China zu importieren. In professionellen Laboren wird aus dem billigeren, selbst hergestellten PMK dann MDMA gewonnen.
Kurz gesagt, die Droge ist seit einigen Jahren in so großer Menge verfügbar, die Hersteller können es sich schlichtweg leisten, MDMA für überdosiertes Ecstasy zu verschwenden. Damit schaffen sich die niederländischen Drogenkartelle einen Marketingvorteil. Alle wollen die Punisher. Je höher dosiert, desto besser. Und die Produzenten liefern. In den Niederlanden werden jedes Jahr 20, 25 Ecstasy-Labore hochgenommen. Und das Erschreckende für mich persönlich ist immer wieder, man erfährt keinerlei Reaktion auf dem tatsächlichen Markt. Es gibt keine Preissteigerung, es gibt keine Verknappung an Betäubungsmitteln. So, dass wir davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele von diesen Großlaboren gibt, die regelmäßig den Markt versorgen können. Irgendwann kriegen wir alle. Irgendwann kriegen sie alle, genau. Aber es kommen neue nach, das ist das Problem. Und die pressen immer mehr MDMA in die Pillen. Alice nimmt die Risiken in Kauf. Sie will das hochdosierte Ecstasy. Safer Use Dosis ist so 100 bis 120 Milligramm. Alles, was drüber geht, gilt offiziell als Überdosierung. Aber ich bin da selber auch schon öfter drüber. Hast du schon mal eine Überdosis? Ja, ich habe Ecstasy überdosiert auf einem Festival. Da habe ich viel zu viel genommen und dann ist dieses wohlige, schöne Gefühl einem Scham- und Ekelgefühl gewichen. Ich musste mich dann auch heftig übergeben und ich habe auch nichts mehr gesehen, wirklich. Und mir ging es einfach richtig schlecht. Vor solchen oder noch schlimmeren Überdosen wollen Drogenberatungen mit Safer-Use-Empfehlungen schützen. Heißt, Frauen sollten pro Kilogramm Körpergewicht nicht über 1,3 Milligramm MDMA nehmen. Bei Männern sind es rund 1,5 Milligramm. Bei mir liegt die Safer-Use-Dosis also bei etwa 70 Milligramm MDMA. Aber wie lässt sich rausfinden, wie viel davon in Ecstasy drin ist? Die meisten Pillen liegen mittlerweile weit über der Safer-Use-Dosis. Dafür gibt es Drug-Checking. Obwohl das Zeug illegal ist, konsumiert wird es so oder so. Solche Checks sollen den Konsum sicherer machen. Auf der Fusion, dem legendären Techno-Festival, gibt es Drug-Checking schon seit 10 Jahren. Seit kurzem auch in Berlin. Kostenlos und anonym. Vor hochdosierten Pillen warnt das Drug-Checking im Netz. Auch Alice informiert sich auf Drug-Checking-Seiten darüber, wie hoch Ecstasy-Pillen dosiert sind. Ich google da einfach, wie die Pille ausschaut. Also zum Beispiel Gelb Netflix oder Blue Punisher. Und dann werden die relativ schnell ausgespuckt. Und dann sehe ich da, wie viel MDMA drin ist. Und dann kann ich es einschätzen, wie ich es dosiere. Wärst du bereit, dass wir Drogen von dir analysieren dürfen? Ich fände es richtig cool, wenn wir meine Ecstasy-Pillen mal wirklich offiziell checken lassen können. Ist für mich auch eine super Gelegenheit, mal zu wissen, was ist eigentlich tatsächlich drin. Möchtest du Koks oder MDMA? Der Party-Tourist ist 3 Tage lang wach, wird abgezogen am Bankautomat. Görlitzer Park, Görlitzer Park, Freitagsgebet, die Moschee nebenan. Rest in peace, Demi, der viel zu früh starb, am Schlesi malt One-Up gerade eine Bahn. Das Berliner Drug-Checking ist vom Senat gefördert. Ein Modellprojekt, das erste und einzige dieser Art in Deutschland. Das Angebot ist sehr beliebt und wird geradezu überrannt. Ich treffe mich jetzt mit Annette Hofmann. Sie hat das Drug-Checking in Berlin mit aufgebaut. Wie viele Ecstasy-Pillen bekommt ihr von den Leuten? Also schon einige. Vom Superman angefangen, natürlich die Blue Punisher, wo damals diese Aufregung auch war über die Presse. Da haben natürlich viele ihre Blue Punisher testen lassen. In der Annahmestelle werden die Pillen fotografiert, damit bei überdosierten Ecstasy-Varianten mit Fotos online davor gewarnt werden kann. Also meine Feierzeit war ja so 1995, da hat eine Ecstasy-Pille so 80 Milligramm gehabt und jetzt sind wir schon manchmal bei so 200 Milligramm. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, weil die Leute sehr viel schneller überdosiert sind. Die meisten fangen halt dann mit einer achtelten Pille an und legen dann nur mal nach. Und das ist halt das, was wir heute wirklich raten, nicht eine ganze Pille einzuschmeißen. Habt ihr das oft, dass die zu hoch dosiert sind? Ja, 2/3, würde ich so schätzen, ja. Ja. Also ist überdosiert das neue, normal dosiert? Genau, überdosiert ist das neue, normal dosiert. Wir testen die Pille von Alice wie auf der Fusion mit einem mobilen Analysegerät direkt bei uns im Hub. Mit Notarzt Gernot Rücker und Chemikerin Anja Gomesson. Sie gehören zu den erfahrensten Analyseteams in ganz Europa. Die Chemikerin kennt sich mit den Substanzen aus, der Arzt mit dem Rausch und den Überdosen.
Wir sind eine Turbo-Leistungsgesellschaft. Immer größer, immer besser, immer mehr. Man kann immer mehr ab. Und das schlägt sich natürlich auch an der Dosis der Pillen wieder. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass so eine Pille 400 oder 500 Milligramm dort als Dosis enthält. Das ist sinnlos. Sie haben nicht mehr Spaß, als sie maximal Spaß haben können. Das hat ja eine Grenze nach oben. Das muss man natürlich auch sehen. Und wenn die Grenze dann irgendwann überschritten ist, wird es nur noch gefährlich. So läuft es auch beim Festival ab. Ein Stück von der Pille wird zermahlen, dann mit Infrarottechnik analysiert. Das Besondere, das Gerät braucht dafür nur 60 Sekunden. Dann haben wir die Ergebnisse schon da. Genau, da zeigt er uns gleich als erste Substanz MDMA an. Ist diese Pille von Alice auch überdosiert? Wir wollen sie später mit dem Ergebnis konfrontieren. Würden Sie sagen, Ecstasy ist im Mainstream angekommen? Absolut. Hier muss man sich mit Drogen arrangieren, die es gibt. Wir haben über viele Jahrzehnte einfach versäumt, Aufklärungen zu machen. Und jetzt sind das natürlich diese Ausmaße, die das hat, wo Unkenntnis einfach tatsächlich zum Tod führt. Sind Sie da für eine Legalisierung? Eine Legalisierung ist unvermeidbar. Okay. Sie können bei dieser Menge an Konsumenten kein Verbot erwirken. Wir haben immer vorher gedacht, wir müssten die bekämpfen und bekriegen. Und mittlerweile stellen wir fest, dass dieser Krieg zu nichts geführt hat. Und wenn all das zu nichts geführt hat, und das ist so, dann bleibt ihnen nichts weiter übrig, als tatsächlich eine Legalisierung zu machen, um das sicherer zu machen für alle Beteiligten. Drogen legalisieren, wäre das die Lösung? In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 40.000 Menschen allein an den Folgen vom Alkoholkonsum. Ich vergleiche das immer mit dem Alkohol, was komplett frei erhältlich ist in Deutschland. Da haben wir auch jede Menge Probleme mit. Es gibt wesentlich mehr Gesundheitsauswirkungen mit Alkohol. Insofern könnte man durchaus auch argumentieren, dadurch, dass Rauschgift verboten ist, haben wir nicht so viele Probleme mit gesundheitlicher Art in Deutschland. Chrissy hat das Verbot nicht davon abgehalten, ihre Nächte auf Ecstasy durchzutanzen. Sie war süchtig nach dem Rausch. Du warst komplett in der Musik drin. Du hast dich ganz anders gefühlt. Ich habe die Töne ganz anders wahrgenommen, meinen Körper anders wahrgenommen. Und ich hatte halt eine wahnsinnige Energie. Wie ist so der Unterschied, dann clean feiern zu gehen? Also wenn ich heute tanzen gehe, dann bin ich glücklich. Ja? Und ja, ich habe vorhin beschrieben, dass ich mit der Musik mehr verbunden war und so. Aber trotzdem war ich von meiner Seele getrennt. Und das habe ich eben heute nicht mehr. Und das macht mich sehr stolz. Weil es war mit Sicherheit nicht einfach, da den Ausstieg zu finden. Die Selbsthilfegruppe für Drogensüchtige, Narcotics Anonymous, hat ihr dabei geholfen. Wir haben zwei Pillen von Alice getestet. Eine direkt im Hub und die andere bei Annette vom Drugchecking in Berlin. Zwei Red Bulls vom selben Dealer. Die Ergebnisse überraschen uns alle. Die Ergebnisse der Pille sehen folgendermaßen aus. Vom MDMA-Gehalt ist es mit 96,5 Milligramm eher sogar unterdurchschnittlich. Hier im Hub sehen die Ergebnisse deutlich anders aus. Wir haben nämlich eine hochdosierte Pille gehabt. Also die andere Pille, gleiches Aussehen, gleiche Größe, hatte zwischen 150 bis 160 Milligramm MDMA. Ah, ich habe die Teile nämlich, die ich euch gegeben habe, auch Freunden gegeben. Und da meint der eine, er merkt gar nichts und der andere voll gut. Aber das ist ja genau das Ding. Also du hast halt aus derselben Charge oder vom selben Dealer die Sachen. Die eine Pille haut nicht so rein, die andere zieht dir die Schuhe aus. Und das ist ja genau das Problem, was durch das Drug-Checking eigentlich auch deutlich werden soll. Unsere Spur hat uns von einem Todesfall zu einem generellen Problem geführt. Keine andere Droge zeigt einen so starken Anstieg in der Dosierung wie Ecstasy. Die Drogenproduzenten können mittlerweile billiges und reines MDMA im Überfluss herstellen. Mit überdosierten Pillen wie Blue Punisher schaffen sie sich einen klaren Marketingvorteil. Je höher dosiert, desto beliebter. Ist das jetzt das Limit oder geht das so weiter? Unsere Recherche zeigt, Ecstasy ist immer stärker geworden und immer gefährlicher. Immer noch da? Dann abonniere doch hier unseren Kanal und verpasse keine neue Folge. Rausch? Das geht nicht nur auf Ecstasy. Und auch Alkohol kann schlimme Folgen haben, vom Kater bis hin zum Leberversagen. Sollte der Staat da eingreifen? Unbubble fragt nach. Zum ganzen Video geht es hier.